Hallo zusammen, wie geht es euch? Ich möchte heute euch erklären, wann wir die Vorsilbe oder auch Präfix genannt vor oder vor benutzen werden. Ja, damit ihr auch die Wörter in der Rechtschreibung korrekt schreibt. So, wann benutzen wir ein und wann benutzen wir den anderen, werde ich jetzt in diesem Video erklären. Vor mit V geschrieben werde ich benutzen, wenn danach Verben oder auch Verben, die Wörter, die von Verben stammen, benutzt werden. Ja, zum Beispiel hier habe ich zwei Wörter: vorlesen. Das stammt hier. Wir haben das Verb danach lesen. Ja, das kennt ihr wahrscheinlich alle. Oder vorbereiten. Das Verb bereiten. Ja, deshalb werden wir hier diese Wörter mit vor schreiben, mit V. Ja. Und wenn beginnen wir die Wörter mit vor mit F geschrieben? Wenn wir Wörter danach schreiben möchten, die nicht von Verben stammen. Ja, hier habe ich zwei Beispiele: fort oder form. Ja, also das sind hier keine Verben und deshalb werden die immer mit F geschrieben. Ja, schreibt jetzt unten in die Kommentare eure Beispiele oder auch eure Fragen oder ob ihr das verstanden habt. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns morgen beim nächsten Video. Tschüss!